ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Wir spielen wieder heute eine Death Run Map und zwar 80 Level Easy Death Run. Es soll XP für den Season Pass geben. Wir werden uns anschauen, wie hoch die XP sind, ob es sich rendiert, die Map mehrfach zu spielen oder nicht, ob man ein Level Up schafft. Mir fehlen noch 22.000 XP bis zum nächsten Level Up. Und Entschuldigung, wir werden uns anschauen, wie abwechslungsreich die Map ist bei 80 Leveln. Ja, dürfte sich nichts wiederholen. 80 Level Easy Death Run. Wir werden uns anschauen, ob sie einfach ist oder nicht, wie farbenfroh die Map ist. Aber wenn ich das schon sehe, rot und grün, es wird keine anderen Farben geben tatsächlich. Und ich frage mich, warum hier unten einfach nicht drücke Enter zum Spiel starten steht. Das ist creepy. Jo, dann starten wir einfach mal rein. Okay, Sprinten ist nicht erlaubt. Schade. Dann ist Klettern definitiv auch deaktiviert. Jetzt ist die Map tatsächlich noch einfach. Das ist auch so eine ganz beliebte Falle. Wow. So ums Eck rennen, das ist immer so eine beliebte Falle bei den Creatern. Also als jemand, der regelmäßig Jump'n'Runs in Fortnite spielt und diese auch aufnimmt, bin ich das mittlerweile schon gewohnt. So. Wir haben aktuell 2.000 voll gemacht, XP. Bei 2.000 XP wird ja immer das gut geschrieben beim Season Pass. Ich denke mal, das wisst ihr alle. Wenn nicht, jetzt wisst ihr es. Und jo, ihr seht jetzt wieder, 2.200 wurden gut geschrieben. Ich frage mich, warum immer bei 2.000? Das, ja, keine Ahnung. Ist mir unbegreiflich. Wir haben aber mal eine andere Farbe. Wir haben jetzt schwarz und blau. So, hier ums Eck keine Falle. Warum nicht? Ist ein bisschen weird. Ihr habt nichts gesehen. Das war ja jetzt mal meine eigene Dummheit. Aber sowas hatten wir tatsächlich gerade eben schon mit den Bodenfallen. Ist ein bisschen schade. Kann man hier was sehen? Nee, schade. Also da hätte man jetzt zum Beispiel anstatt Bodengiftfallen zum Beispiel Seitenspikes nehmen können. Oder meine verhassten Deckenfallen. Aber okay. Es ist nicht meine Map, ich kann nur sagen, was man eventuell hätte anders machen können. Und es wäre tatsächlich noch einfach dann gewesen. Außer bei Deckenfallen. Die sind der größte Schmutz in Fortnite. So, ich denke mal, ein Level Up werden wir noch schaffen. Die Hälfte haben wir hinter uns jetzt. Zeittechnisch sind wir gerade bei 3,5 Minuten. What the fuck? Das ist ja eine richtige Rush-Map hier. Mhm. Okay.
Wow, das war knapp. Ist das klein. Nein! Scheiße, ich wollte klettern. Aber klettern ist ja deaktiviert. Aber die Sprünge sind dennoch einfach. Also, ich kann mich nicht beschweren. Hier ist wieder grün und rot im Übrigen. Ne? Für die Farbenblinden unter euch. Ich hoffe, keiner von euch ist farbenblind. Wenn ich sowas sage, das ist alles nur Spaß. Aber das ist halt auch richtig geil. Man landet und man wird aufgepiekst. Aber man verliert auch so Damage, falls man so günstig zwischen den Pfeilen landet, dass man eben nicht stirbt. Aber ich mag solche großen Räume, wo das Jump'n'Run drin ist. Die mag ich. Ich weiß nicht warum, die haben es in sich. Uiuiui. So, wir haben es geschafft. So, ein Drittel haben wir gleich. Was war das? Ich bin abgerutscht. Aber, Level up. So, ein Drittel haben... Was ist denn los mit mir? Jedes Mal, wenn ich sage, ein Drittel oder zwei Drittel... Hä? Zwei Drittel der Map haben wir gleich hinter uns. So, jetzt habe ich es gesagt und ich habe den Sprung trotzdem geschafft. Aha. Okay. So, bei 60 haben wir drei Viertel der Map geschafft. Und das ist jetzt. Nice. XP-technisch. Ich habe tatsächlich gar nicht darauf geachtet, wie viel XP das jedes Mal gibt pro Coin. Gerade eben waren es einmal 400 und jetzt sind es irgendwie immer 500. Also. Ja, gut, das ist. Ja, das ist voll in Ordnung. Das ist nicht zu hoch. Und nicht zu wenig. Ich weiß gar nicht, hatten wir schon überhaupt mal so eine kleine, kurze Map, wo es pro Checkpoint bis 20, 30 XP gab? Ich erinnere mich daran jetzt halt gar nicht mehr. Aber ich glaube, wir hatten schon mal solche Maps, wo es bis 4, 5 oder 8 XP gab. Pro Checkpoint. Und dann hat man am Ende der Map nur 2000 EP bekommen, weil es nicht mal Bonus XP gab für eine gewisse Spielzeit oder so. Oder aber weil es am Ende so Bonus Coins gab oder so. Das war nicht wert. Da hat man wirklich. Ich bin der Meinung, so eine Map hatten wir schon mal, wo es wirklich bei 100 Leveln nur insgesamt 2000 EP gab. Wow! Die habe ich gar nicht gesehen, die Decken fallen. Das ist aber nice. Entweder oben oder unten lang. So, ich glaube, wir sind gleich durch. Oder das, die hatte doch jetzt nur 80. Jo, die hatte nur 80. Oh, das sieht immer so geil aus. Und jetzt. Boah, ich liebe das. Das sieht so geil aus. So, wir sind durch die Map durch und es gibt nochmal Bonus-Coins. 6-2. 12-4. 18-6. 24-8. 9, ungefähr 30.000 EP nochmal. Ja, genau 30.000. Nice. Ja, also... Map ist zügig durchgerannt tatsächlich. XP top. Also, ich habe jetzt nicht wirklich drauf geachtet. Ich sag mal zwischen 300 und 500 XP pro Checkpoint. Babamäßig. Die letzten 5 Coins, 4x 6000 und einmal 5000 EP, reicht vollkommen aus für die Map bei 80 Leveln. Da will man keine 500.000 XP haben oder so. Ich habe jetzt übertrieben. Aber es ist leider so, ja, top
ohne Probleme. Hier sind noch weitere Maps vom Creator. Mal schauen, ob wir die auch irgendwann spielen werden oder nicht. Weil vor allem, die haben auch fast immer nur 100 Level. Also, da muss ich nicht mal ein Timelapse-Video aufnehmen. Das sieht interessant aus. Na, bei dem hier würde ich ein Timelapse aufnehmen. Ich glaube, das hat... Habe ich das abgespeichert, dass ich das auch noch aufnehme? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Map einfach. Farbenfroh ist sie nicht wirklich. Also es ist rot und grün und blau und schwarz und das war's. Aber ansonsten, Sprünge sind einfach. Ich kann die Map nur weiterempfehlen. Mapcode wie immer in der Videobeschreibung. Wenn euch die Map gefallen hat, gebt mir gern einen Daumen nach oben. Schreibt mir eure Mapcodes in die Videokommentare oder Mapcodes, die ihr gefunden habt, wo ihr die Map geil findet und sagt, ich soll sie mal spielen und aufnehmen. Sei es Jumprun, sei es Fintebutton oder irgendwelche anderen Themenmaps. Würde mich freuen. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche.